Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesu und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute hören wir von einer sehr, sehr starken Mutter, die 7 Söhne hatte, aus dem Makkabäerbuch. Man will sie und ihre 7 Söhne dann auch zwingen, dem Gesetz Gottes untreu zu werden und Schweinefleisch, also unreines Fleisch, zu essen. Und die Mutter, sie lässt sich nicht erweichen. Sie folgt auch nicht dem Rat des Königs, der gut zusprechen möchte, dass sie ihre Söhne sonst verlieren würde. Diese Mutter hat wirklich großen Mut und sie ermutigt ihre Söhne, fest und standhaft zu bleiben. Was für eine Kraft in dieser Frau. Und es heißt hier, auch die Mutter war überaus bewundernswert, und sie hat es verdient, dass man sich an sie mit Hochachtung erinnert. In edler Gesinnung stärkte sie ihr weibliches Gemüt, mit männlichem Mut redete jedem von ihnen in ihrer Muttersprache zu und sagte: Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib entstanden seid, noch habe ich euch Atem und Leben geschenkt. Auch habe ich keinen von euch aus den Grundstoffen zusammengefügt. Nein, der Schöpfer der Welt hat den werdenden Menschen geformt, als er entstand. Er kennt die Entstehung aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem und Leben wieder, weil ihr jetzt um seine Gesetze willen nicht auf euch achtet. Was für eine Ermutigung von einer Frau, von einer Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir den Herrn auf die Fürsprache Mariens, die auch ihrem Sohn am Kreuz beigestanden ist, dass auch wir einander in der Wahrheit beistehen, uns zur Wahrheit ermutigen und nicht schwach werden um unserer selbst willen, dass wir nicht in Selbstmitleid verfallen oder aus Mitleid gegenüber lieben Menschen schwach werden und sie vielleicht vom Glauben abbringen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, uns allen einen gesegneten Tag.